Ja, und jede Menge Zündstoff, den gibt es auch regelmäßig auf der Hamburger Reeperbahn. In dem berühmt-berüchtigten Rotlichtviertel auf St. Pauli, da gehören Verbrechen zum Alltag. Drogenhandel, Schlägereien oder Raubüberfälle. Rund um die Uhr sind mehr als 100 Polizisten auf der Reeperbahn im Dienst. Koordiniert von der berühmten David-Wache. Und die wird jetzt zum ersten Mal von einer Frau geleitet. Das ist ja auch okay, alles. Streife in Hamburg, St. Pauli. Die neue Chefin der David-Wache, Conny Schröder, kommt dabei am Boxkeller zur Ritze nicht vorbei. Hallo, ich bin unsere Chefin der David-Wache. Okay, danke. Ja, eigentlich muss ich mich auch hier mal stärken. Ne? Dass ich, Seit einiger Zeit gibt es oben vor der Tür Ärger mit Drogensüchtigen. Wir treffen hier Konsumenten an, immer in den Zeiten, wenn die Ritze zu ist. Das heißt, hier kein Publikumsverkehr stattfindet, siedeln sich aber die Konsumenten an, konsumieren hier die Drogen, halten sich hier auf. Und wir haben jetzt gerade erfahren, dass es sogar schon zu Situationen kommt, wenn die Ritze nachher geöffnet ist oder beim Schließen ist, dass es zu Bedrohungslagen kommt. Alles gut? St. Pauli ist ein spezielles Revier. Auf kleinstem Raum gibt es hier Strip-Shows, Bordelle und Clubs. Ist noch ansprechbar? Boah. Auf ihrer Tour über die Reeperbahn stolpert die Polizeioberrätin auch immer wieder über Betrunkene, Obdachlose und Junkies. Hier gibt es viel Arbeit für die oberste Polizistin im Viertel. Schön durchhalten. Und nicht aufregen. Alles ganz gut. Alles bestens. Wir haben doch eine erhebliche Beschwerdelage der Anwohner. Und ich sage, sie ist auch zu Recht da. Und da müssen wir was tun. Und das bedeutet natürlich einen kontinuierlichen Kräfteansatz, um da Nachhaltigkeit zu erreichen. Und dann lasse ich nicht locker, um Personal anzufordern, um dann eben auch möglichst an allen Wochentagen mit Kräften präsent zu sein. Berührungsängste hat die 50-jährige Hamburgerin keine. Ja, man kann nicht alles haben. Nach mehr als 30 Jahren bei der Polizei hat sie schon so einiges erlebt. Der neue Job ist Auszeichnung und Erwartung zugleich. Hier auf dem Hamburger Kiez muss die Polizeiarbeit laufen. Das Viertel steht für Kriminalität, ist Touristenmagnet und lockt die Medien. Ein Späßchen mit einem Zauberer gehört da mit Sicherheit zu den netteren Begegnungen. Der Stadtteil wandelt sich. Nur wenige Meter von der Reeperbahn entfernt entstehen neue Hochglanzbürogebäude und teure Wohnungen. Die Polizisten sind unterwegs zu einem Imbiss, der vor kurzem aufgebrochen wurde. Ah, jetzt haben wir einen Stick da. Wunderbar. Alles klar, danke. Ist die Anzeige schon aufgenommen? Ja, muss ich klären. Das müssen wir klären, das ist so ein bisschen. Ja, das ist so schwammig. Aber jetzt habe ich erstmal die Bilder. Ich habe ja das super. Und was Stick. Ist und so weiter. Mit Videobildern soll der Täter gefasst werden. Dann nehmen wir ihn fest. Ist nicht der Verdacht nahe, dass hier eingebrochen worden ist? Wir versuchen das gerade zu klären, weil es gibt ein bisschen Sprachschwierigkeiten mit dem Inhaber. Aber er hat eine Videokamera in seinem Kiosk. Und von daher hat uns jetzt gerade den Stick übergeben, weil der Verdacht besteht, dass es eine Person hier aus dem Umfeld ist, die uns auch bekannt ist. Und wenn wir natürlich die Bilder auswerten und die Person erkennen, ich würde sagen, Aufklärungsquote 100%. Seit letztem Jahr sind Sie Chefin? Seit Dezember. Ja. Das Rotlichtmilieu hier will vor allem gute Geschäfte machen. Stress mit der Polizei wäre da gar nicht gut. Eine Frau als neue Chefin der David-Wache, da gab es hier sicherlich schon Schrilleres. Also erstmal freundlich abtasten. Der Kontakt zur Polizei hier, wenn man ein Geschäft aus St. Pauli hat, ist sehr wichtig. Vor allem ich für mich als Türsteher halt, dass man die Kollegen kennt und dass man mit dem hervorragendes Miteinander hat. Unterstütze ich, ist einfach besser. Wir sind heute ein kleiner Kreis. Ja, klein, aber fein. In den Führungsrunden auf der Wache ist Conny Schröder meist die einzige Frau am Tisch. Sie kennt das schon, war vorher Chefin an einem Polizeikommissariat am Stadtrand. Die Besonderheiten ihres neuen Arbeitsplatzes hat sie inzwischen drauf. Ich fühle mich gut aufgenommen, auch von den Kollegen. Die Felder erarbeitet man sich, die anderen Schwerpunkte, die ich so vorher nicht gekannt habe. Man kommt immer tiefer rein und ist dann auch schon so dabei zu sagen, oh, welche polizeilichen Maßnahmen sind hier wichtig, worauf müssen wir achten und wo ist eigentlich unser Betätigungsfeld?
Polizeikommissariat 15, Schröder, guten Tag. Die Chefin der Davidwache ist ledig und hat keine Kinder. Im Einsatz ist sie meist tagsüber. Ihr Revier um die Reeperbahn hat sie dabei immer fest im Blick.